hallo liebe freunde willkommen zu gott auf meiner seite heute mit seite 140. lasst uns gemeinsam beten. lieber vater im himmel danke dass jesus unser opfer ist und danke dass er jetzt unser hoher priester bei dir ist und danke dass wir über ihn mehr lernen dürfen durch dein wort. das bitten wir im namen jesu amen. Wir sind gerade in 3. Mose 22 bei den Bestimmungen über die makellosigkeit der Opfertiere. In Vers 23 lesen wir, einen Stier oder ein Schaf, das ein zu langes oder zu kurzes Glied hat, kannst du als freiwillige Gabe opfern. Aber zur Erfüllung eines Gelübdes wäre es nicht wohlgefällig. Interessant, das ist hier auch eine... Abstufung gibt zwischen dem, was man freiwillig tut, und was man in Erfüllung eines Gelübdes dann zu geben hat. Ihr sollt auch, auch dem Herrn kein Tier da bringen, das zerquetschte oder zerdrückte oder abgerissene oder abgeschnittene Hoden hat. Ihr sollt auch in eurem Land so etwas gar nicht tun. Auch von, dem, auch von der Hand eines Fremdlings sollt ihr nichts dergleichen eurem Gott zur Speise darbringen. Denn sie haben eine Verstümmelung, einen Makel an sich. Sie werden euch nicht wohlgefällig annehmen, angenommen. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Wenn ein Rind oder ein Lamm oder eine Ziege geboren wird, so soll es sieben Tage lang bei seiner Mutter bleiben. Erst vom achten Tag an und danach ist es wohlgefällig als Opfergabe zum Feueropfer für den Herrn. Ihr sollt aber kein Rind noch Schaf zugleich mit seinem jungen Schächten am gleichen Tag. Das wäre schon eine ziemlich grausame Sache und das sollte man nicht tun. Wenn ihr aber dem Herrn ein Lobopfer darbringen wollt, dann opfert es so, dass es euch wohlgefällig angenommen wird. Ihr sollt es am gleichen Tag essen und nichts übrig lassen bis zum Morgen. Ich bin der Herr. Ihr aber sollt meine Gebote halten und sie tun. Ich bin der Herr. Gott wünscht sich wirklich echten Gehorsam. Das Gehalten der Gebote ist für Gott nicht eine Option, sondern das, was sein Wille für unser Leben ist, weil er der Herr ist. Und ihr sollt meinen heiligen Namen nicht entheiligen, sondern ich will geheiligt werden in der Mitte der Kinder Israels. Ich, der Herr, der euch heiligt. Wir sollen Gott heiligen, wir sollen ihn als besonders sehen in unserem Leben. Wir sollen ihm den allerersten Platz einräumen, weil gleichzeitig Gott uns heiligt, uns zu besonderen Menschen macht die leuchten in dieser dunklen Welt. Der ich euch aus dem Land Ägypten geführt habe, um euer Gott zu sein, ich bin der Herr. Gott befreit uns von der Sünde, aus der Knechtschaft, der Sklaverei, damit er unser persönlicher, dein Gott und mein Gott sein kann. Die Erlösung bringt uns in eine Beziehung, in eine echte Freundschaftsbeziehung zu Gott. Und dann werden wir ihm gerne gehorchen, weil er das Beste für uns will. Und seine Gebote für uns zum Besten sind. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israels und sage ihnen, das sind die Feste des Herrn, zu denen ihr heilige Festversammlung einberufen sollt, dies sind meine Feste. Sechs Tage lang soll man arbeiten, aber am siebten Tag ist ein Sabbat der Ruhe, eine heilige Versammlung, da sollt ihr kein Werk tun, denn es ist der Sabbat des Herrn in allen euren Wohnorten. Der Sabbat war, wie wir hier sehen, im Vergleich zu allen anderen Festen, die jetzt noch aufgezählt werden in diesem Kapitel 23, nicht an das Opfern von Tieren im Heiligtum gebunden, denn der Sabbat existiert schon seit einer Zeit, als es noch nicht einmal Sünde gab und noch also zumindest nicht auf der Erde und deswegen auch keinen Erlösungsplan auf der Erde umgesetzt, der Erlösungsplan nicht umgesetzt werden musste. Der Sabbat datiert nämlich von der Schöpfungswoche. Am siebten Tag, als Gott ruhte, als noch keine Sünde und noch keine Opfer auf dieser Erde bekannt waren, da gab es schon den Sabbat. Und deswegen ist der Sabbat unabhängig von den Opfergesetzen. Auch wenn er hier natürlich auftaucht, weil er immer gültig war, ist er nicht davon abhängig, dass Menschen nach Jerusalem gehen so, oder nach Silo gehen sollten, dort wo das Heiligtum dann sein würde, um dort Opfer zu bringen. Das sind aber die Feste des Herrn, die heiligen Versammlungen, die ihr zu festgesetzten Zeiten einrufen sollt. Die folgenden Feste sind nicht immer am siebten Tag am Sabbat, sondern zu bestimmten Daten, wo man den Monat und den Tag angeben kann. So ähnlich wie es auch in unserem ähm, modernen Kalender bestimmte Festtage, Feiertage gibt, die an bestimmte Daten gebunden sind. Im ersten Monat, am 14. des Monats, zur Abendzeit, ist das Passa des Herrn. Das ist das Fest, das erinnert. An den Auszug aus Ägypten, wie wir es in 2. Mose 12 und 13 gelesen haben. Und am 15. Tag desselben Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote für den Herrn. Da sollt ihr sieben Tage lang ungesäutes Brot essen. Am ersten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten, da sollt ihr keine Werksarbeit tun, also einen quasi Sabbat. Auch wenn der nicht an einem Samstag, an einem siebten Tag der Woche gewesen ist, sollte an jedem Ersten ein. Feiersamstag, ein Festsamstag, ein Feiersabbat, Entschuldigung, ein Festsabbat sein. Und ihr sollt dem Herrn sieben Tage lang ein Feueropfer darbringen. Am siebten Tag ist eine heilige Versammlung. Da sollt ihr keine Werktagsarbeit verrichten. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israels und sage ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde und seine Ernte einbringt, so sollt ihr die Erstlingsgabe von eurer Ernte zum Priesterdienst. Priester bringen Der soll die Gabe weben vor dem Herrn zum Wohlgefallen für euch am Tag nach dem Sabbat, soll sie der Priester weben. Dies bezieht sich auf den ersten Festsabbat vom Fest der ungesollten Brote. Das Fest der ungesollten Brote sollte ja die Makellosigkeit, die Sündlosigkeit unseres Erlösers ausdrücken. Der am 14. Nisan starb an einem Freitag, dann im Grab ruhte weil es ein Samstag, ein Sabbat war. Und dann am ersten Tag nach diesem Sabbat, der zugleich dann ein Festsabbat war, weil es der erste Tag des Festes der ungesäuerten Brote war, am Tag darauf, am 16. Nisan, am Tag der Erstlingsgabe, sollte unsere Erlöser auferstehen, als die Erstlingsgabe von den Toten. Ihr sollt aber an dem Tag... An dem ihr eure Gabe webt, dem Herrn ein Brandopfer opfern von einem makellosen einjährigen Lamm und das dazugehörige Speisopfer, zwei Zehntel Feinmehl mit Öl angerührt, ein Feueropfer dem Herrn zum lieblichen Geruch sowie das dazugehörige Trankopfer, ein Viertel hin Wein. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du uns den Erlösungsplan offenbarst und dass du uns den Sabbat geschenkt hast der seit den Tagen der Schöpfung bis in alle Ewigkeit das Zeichen des Bundes sein wird zwischen uns und dir. Und Herr, wir möchten von ganzem Herzen Woche für Woche diesen Sabbat halten. Im Namen Jesu. Amen.